Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 Badlands. Endlich mal einen richtigen Namen benutzen. Wir machen heute weiter mit den lila Rennen, von denen ich den Namen natürlich selbstverständlich schon wieder vergessen habe. Moment, nein, ich wollte auf der Straße fahren. Dummer Fisch. Wir wechseln heute das Auto aus. Gegen eins, was vielleicht auch ein bisschen auf Offroad gebaut ist. Ist das hier ja leider gar nicht. Achso, Musik. Ich habe Musik jetzt mal ein bisschen lauter gemacht, weil ich glaube, ihr habt die überhaupt nicht gehört, genauso wenig wie ich. Jetzt höre ich die wenigstens so ein bisschen. Ich hoffe, ihr auch. Eigentlich sollte ein Kompressor das ja regeln. Bisher hat das nicht so richtig gut geregelt. Aber jetzt könnte das ganz gut klingen, hoffe ich. Guten Tag. Mir ist Hans, der Fisch. Ich habe mich schon entschieden, welches Auto wir heute fahren. Natürlich Rally. Wenn ihr wollt, dass ich mal Race fahre, kann ich das natürlich auch tun. So. Rallye-Autos. Rallye-Autos. Rallye-Monster. Retro-Rallye. Und es gab, glaube ich, kein weiteres, ne? Genau. So. Ich möchte heute sehr gerne mit euch eins meiner liebsten Rallye-Autos fahren, tatsächlich. Und zwar den Peugeot 207. Oder wie Freddy und ich ganz gerne sagen, den Jaguar. Natürlich getuned. Ist einfach nur ein bisschen besser. Er ist nicht alles, was geht. Ja, er ist schon ziemlich gut. Den fahre ich echt gerne. Jetzt gerade ist Musik ein bisschen laut für mich. Aber vielleicht passt das für euch. Ich muss mal gucken. Wenn es jetzt zu laut ist, tut mir leid. Ich hab's 25% lauter geworden ungefähr. Ich weiß, welche Kurven man schneiden kann. Wie wär's, wenn du deinen Schürzen hältst? 4, 3, 2, 1, los! Eigentlich habe ich Launch Control benutzt, keine Ahnung, was funktioniert hat. Egal. Wir schauen erstmal, dass wir jetzt diesen schönen Streckenabschnitt richtig lang ballern. Warum sollte ich hier bremsen alles? Da hätte ich weiter lenken sollen. Scheiße. Meine Güte. Ich will heute mal ein bisschen mehr aufnehmen als die letzten Tage. Okay, schon mal zweiter. Genau, heute mal ein bisschen mehr aufnehmen. Ich habe die ganzen letzten Tage immer nur so einen Part aufgenommen. Upsi. Weil ich ja danach meistens weg musste oder davor was zu tun hatte oder so. Und heute habe ich mal ein bisschen Zeit. Dementsprechend nehme ich auch gleich noch ein bisschen Hexer und Unbound auf. Freue ich mich schon ein bisschen drauf, aber ich glaube, ich will heute mal ein bisschen. Vielleicht mache ich Forza heute fertig. Könnte durchaus passieren, schauen wir mal. Ich weiß ja nicht genau, wie viel es wird. Ich schätze auf gar nicht mal so viel. Na, aber immerhin wird es jetzt ein bisschen knapper von den Zeiten her. Also noch eine Schwierigkeitsstufe hoch ist halt. Ja, scheiße, weil unschlagbar ist halt wirklich schwer. Und ich wollte eigentlich Spaß haben, während ich hier fahre und nicht durchgehend den übelsten Trouble, dass ich das überhaupt schaffe. Ich weiß, dass ich in 4 habe ich, glaube ich, alles auch unschlagbar gemacht. Aber es ist schon mal knapp. 0,4 ist jetzt nicht so eine Welt, ne? Ich meine, klar, ich fahre auch bei weitem nicht perfekt, aber ich würde sagen, ganz okay. Scheiße, das war jetzt nicht ganz okay. Ah, das können die 0,4 gewesen sein, dass ich jetzt Zweiter bin oder so. 3,5. Wie zu. Ich hinterfrag's nicht. KI hat scheinbar auf dem Stück auch Probleme gehabt. Egal. Ich find's auch ein bisschen befremdlich, dass die ganze Zeit ein Helikopter neben uns herfliegt. Würde ja. Also, ich glaube zumindest, dass es heute kein Mensch mehr so macht, weil es ja einfach Drohnen gibt. Normalerweise werden zumindest Filmaufnahmen ja inzwischen mit Drohnen gemacht. Ich glaube, Helikopter. Das ist jetzt nicht mehr so gängig. Kann mich auch täuschen. Würde ich jetzt aber erstmal so schätzen. Naja. Ich überlege, dass das hier erst der 74. Part ist von Horizon und wir bei. Anbauen irgendwie heute schon bei über 120 sind. Es ist krass, wie kurz Anbauen, Horizon war. Jetzt muss ich nur noch den Himmel nach schlechtem Wetter absuchen.
Ja, du hast eine einzige Herausforderung, Bruder. Gut, ich würde sagen, die machen wir erstmal. Drifts und so machen wir dann danach. Da weiß ich noch überhaupt nicht, ob ich die mit aufnehme. Freddy meinte, ja, nö, Rennen würden die mal nicht reichen. Dementsprechend mache ich das vielleicht mal, wenn ich in einem Part noch Zeit habe. Kann ja sein, dass ich heute noch ein bisschen Zeit habe nachher. So. Zack. Neuen Teamrang, endlich. Mensch, ich finde es so schön, dass ich jetzt Teamrang irgendwas habe. Ich habe auch total viel Ahnung, was das heißt, außer dass ich dauernd irgendwas umsonst kriege, wenn ich irgendwelche Herausforderungen schaffe. Meistens nur Schrott. Ich glaube, ausschließlich nur Schrott. Ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal schon die Horizon, meine Güte, hier die Season abgeschlossen hatte. Jetzt habe ich sie auf jeden Fall abgeschlossen mit Freddy. Also, was heißt abgeschlossen? Ich mache halt keine 100% in den Seasons, aber ich mache halt genug, um die beiden Autos zu kriegen, die es gibt. Das habe ich auf jeden Fall schon geschafft. Ich glaube, ich habe 41 Punkte aktuell. Genau. Aber ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon. Also gestern quasi hatte ich es, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht, wann ich ein Part für gestern aufgenommen habe. Freitag, ne? Oder Samstag? Das war gestern. Also heute. Also heute ist entweder Samstag oder Sonntag der Part. Bin ich mir nicht so 1000% sicher. Egal. Meine Güte, ey. So. Ich muss sagen, die Welt hier ist ganz schön groß, aber es gibt sehr wenig Straßen. Das finde ich ganz angenehm. Sie sind zwar sehr kurvenreich, was ich jetzt nicht so übermäßig angenehm finde, aber gut. Achso, und falls ihr euch fragt, warum ich nicht porte, weil Freddy meinte, porten geht erst am Ende der Story. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich habe Freddy einfach vertraut, dass es wirklich nicht geht. Oder ich habe Freddy falsch verstanden. Ich könnte es ja mal beim nächsten Mal probieren. Ich meine, Freddy hatte gesagt, nee, porten konnte man erst nach der Story. Was natürlich belastend ist. Schönes Lied übrigens nebenbei. So, guten Tag. Veranstaltung betreten. Let's go. Natürlich werden mir erstmal 8 andere Autos vorgeschlagen. Oder erstmal gar nichts. Das sind ja wirklich 8, nice. Ehre. Ja, wir sehen selbstverständlich den hier wieder. Ich glaube, ich werde jetzt immer pro Part ein Auto fahren. Das passt, glaube ich, ganz gut. Für die Straßenrallye dann eher so ein bisschen, ja, Straßenwagen vielleicht auch noch. Von den Sanddünen bis zur Kiesgrube. Versucht bei nassem Wetter, Sprüngen und Abfahrten nicht zu viel abzuheben und... Halt die Schnauze. 5, 4, 3, 2, man sieht hier ganz schön im Sand rein, oder? Ich glaube, das war früher nicht so. Ich glaube ja. Ich wollte übrigens mal gucken, ob ich noch ein bisschen mehr Grafik rausholen kann, aber ich glaube, dass OBS darauf gar keinen Bock hat. Weil OBS hat überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Vor allem in Horizon. Das war ja früher mal besser. Als das Spiel quasi noch nicht draußen war, konnte ich ja noch in 2K aufnehmen. Oder ich glaube, ich habe sogar teilweise in 4K sogar aufgenommen. Und es hat nicht gelaggt. Also die Aufnahme, das Spiel an sich laggt auch in 4K nicht. Also, ja doch, in 4K laggt es inzwischen schon. Aber in 2K nicht. Ich meine, ich habe in 2K mit voller Auflösung, mit vollen Einstellungen aufgenommen. Es hat alles super funktioniert, auch von der Aufnahme her. Und dann kam irgendwann, kurz nach offizieller Veröffentlichung für alle, Junge, 1, okay. Man kann auch sehr schnell sein. Ach ja, ich kann übrigens zurückspulen. Das habe ich irgendwie in den letzten Parts nie getan. Nee, okay, ich muss ein bisschen weiter zurückspulen. Schade. So. Zack. Aber ich würde sagen, das war schon ziemlich gut durchgekommen. Könnte ja sein. Ja, okay, besser. Plötzlich bin ich 1,3 Sekunden vorm ersten, Alter. Eben 3 Sekunden hinterm dritten, hinterm zweiten. Was zum Fick, Alter? Spiel. Ich merke gerade, dass ich gleich mal die Gardinen zuziehen muss. Hier wird es nämlich gerade ein bisschen helle drin. Bisschen nervig. Muss ich ehrlich sagen. So.
Hui. Hühnchen auf der Straße, natürlich werden die auch angezeigt. Dummes Meme. Auf einmal sind wir 3 Sekunden vorne. Also wir haben vom ersten Checkpoint, also vom ersten Wertungscheckpoint bis jetzt haben wir 6 Sekunden gewonnen irgendwo. Wie auch immer. Wenn wir das getan haben sollten. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, auf der Strecke hier wäre so ein Bacher-Auto von Vorteil gewesen. Also eins mit viel, viel Federweg. Ich meine, die Rallye-Autos haben auch schon enormen Federweg. Ich glaube, den haben wir gekriegt sogar noch. Ich meine, ich habe noch das Geräusch gehört gehabt. Eigentlich haben wir den natürlich nicht gekriegt. Ja, immer noch erster bei 5 Sekunden. Okay, jetzt haben wir schon irgendwie 8 Sekunden rausgeholt. Wie auch immer wir das geschafft haben. Ich hinterfrage das nicht. Vielleicht haben die anderen auch zwischendurch einfach geparkt. Ja, Schwierigkeitsgrad irgendwie in vielen Rennspielen echt nicht so gut. Heat ist da ja auch so ein leichtes Anbauen, Entschuldigung. Ich habe übrigens im letzten Part, glaube ich war es, dauernd Heat zu Horizon gesagt. Das war natürlich nicht gewollt. Mir ist es beim Aufnehmen nicht aufgefallen, aber ja, als ich den Part da veröffentlicht habe, dachte ich mir, Bruder, wir spielen hier kein Heat. Aber ist okay. Sehr schön. Let's go. Halb fertig. Ich wusste, dass wir extreme Bedingungen brauchen, um es den anderen Rallye-Teams gegenüber fair zu machen. Aber du brauchst wohl eine noch größere Herausforderung, oder? 950 Reputation. Ja, okay, aber wir müssen jetzt erstmal durchs halbe Level, also ist ja durch die halbe Welt fahren, ne? Meine Güte. Ich glaube, ich muss fürs nächste Mal dann wirklich Drifts machen, um genug Reputation zu haben. Ich glaube, ich mache das Rennen jetzt noch und dann gucken wir mal, ob ich noch ein bisschen Zeit habe. Dann machen wir das vielleicht in diesem Rennen noch, in diesem Level noch. Meine Güte, in diesem Part! Ah, ich bin auch gerade lost, Alter. Ich habe versehentlich X gedrückt übrigens. Kannst du weggehen, danke? Weg! Nervt das maßlos. Achso, ich wollte ja mal ausprobieren, ob ich porten kann, ne? Das kann ich ja jetzt mal tun. Ich kann porten. Freddy, habe ich dich falsch verstanden? Ich dachte, er hätte gesagt, das geht erst nach der Story. Und das hier ist ja alles nach Story. So, guten Tag. Klar, fahren ist im Prinzip klüger, weil dann erkundet man die Karte schon mal und das muss ich eh irgendwann machen. Let's go. Ich muss sagen, driften mit den Allradwagen, ja, ist okay, aber, also, ich bin immer noch der Meinung, die meisten, das Allradwagen eigentlich besser als alles andere ist, auch in den Drifts. Halt mal einmal. Ja, das ist sogar Straße hier mal ausnahmsweise. Aber die Wagen, die ich jetzt gefahren bin, sind ein bisschen untermotorisiert für Drifts. Muss ich auch dazu sagen. Also der Mitsubishi fährt sich einfach nicht gut allgemein für Drifts und der hier ist halt ein bisschen untermotorisiert. Aber ich bin ein Freund davon, Autos nicht immer so auf alles was geht zu tun. Also alles was geht in einer Klasse ja gerne, aber nicht auf, die müssen nicht alle X oder S2 sein. Okay, 0,5 hinten. Das sind ja wenigstens nicht 3,5 oder so. Hinterm zweiten wohlgemerkt, ne? Und stimmt, das wäre ja hinterm zweiten, das heißt, müsste ja zum ersten noch mehr Zeit gewesen sein. Egal. So. Easy Erster mit 1,4. Also sind wir 1,8 schneller geworden. Egal. Ich glaube, ich sollte mir dafür darum nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach nur akzeptieren, ich bin Erster, passt. Ich muss sagen, mit dem fährt sich das aber alles echt gut. Meine Güte, ey. So. Ich habe übrigens noch keine Ahnung, was wir im nächsten Part für ein Auto fahren. Oder ob wir in diesem Part schon mit den Rennen hier fertig werden, also mit der Story, sage ich jetzt mal. Kann auch sein.
Mein Problem, weswegen ich eigentlich auch die Drifts in einem Part machen möchte, ist, dass er dann ja anfängt zu schnacken irgendwann und sagt so, jo, hier ist jetzt zu Ende oder so, also dass die Story halt voranschreitet und ich das halt gerne im Part hätte, ne? Deshalb möchte ich die eigentlich gleich noch mitmachen. Ich meine, ich werde wahrscheinlich eh nicht 100% im DLC machen. Von daher ist mir das relativ egal, dass ich da nicht alles mit aufnehme, aber die ganzen Story-Sachen würde ich schon ganz gerne mit aufnehmen. So. Da hätte ich beinahe übersehen, dass da ein Zäunchen war. So, abgeschlossen. Und wir haben noch 4 Minuten. Das heißt, dann kann ich jetzt mal gleich ein bisschen Drifts fahren, würde ich sagen. Komm mal weiter. Danke. So, weil das dürften keine 950 Punkte gewesen, das waren 950 Punkte, okay. Noch ein Rennen? Noch ein Rennen? Okay. Dann machen wir auch noch ein Rennen. Zack. Das Drohnenspektakel da übrigens cool. Ziemlich cool. Wollte er noch was verraten? Nö, wollte er nicht, okay. Schön. Gut, dann. Machen wir heute Progress offensichtlich. 4. Rennen oder 5. sogar schon? Ich glaube 4. Jetzt ist nur das 3. und ich bin dumm. Würde mich auch nicht überraschen. Meine Güte, ey. Ich muss sagen, so ein Part schätzen bin ich echt nicht der Beste. Das ist jetzt hier irgendwie der 3. Part, glaube ich. Oder der 4. Das ist eine Asphaltstrecke mit langen Geraden, Leistungskurven und einigen engen Kurven. Bei Tag. Halt die Fresse. Ich soll sie mal ausreden lassen, ne? Tut mir leid. Ich habe ja geschätzt, dass wir 10 Parts fürs Gesamte brauchen. Wären wahrscheinlich doch eher 15. Wobei das hier, meine ich, schon das letzte Rennen sein dürfte, was es gibt. Beziehungsweise irgendwo gab es ja noch ein Abschlussrennen. Von daher könnte es natürlich da noch sein. Guck mal, schon 0,8 schneller, ey. Ehre. Muss ich mal gucken. Was wir jetzt hier noch alles zu tun haben in dem pinken Rennen. Lila, Entschuldigung, nicht pink. Wäre schon ganz cool, Badlands heute abzuschließen. Upsie, Daisy. Wie habe ich 2 Plätze verloren? Okay, spannend. Ah, nee, okay, jetzt wird trotzdem die Zeit angezeigt, die du hinterm ersten bist, nicht hinterm zweiten, okay. Also ich bin gerade 078 hinterm ersten. Jetzt bin ich, ja, ganz entspannt 09 vor dem zweiten, Alter. Was soll denn? Ist das... Weiß ich nicht, Digi. Nee, wollte ich nicht berühren. Also auf Rallye fahren hätte ich auch richtig hart Bock, muss ich ehrlich sagen. Habe ich, glaube ich, schon im ersten oder zweiten Part erwähnt, dass das meine Rennserie der Wahl wäre. Wie? Ich kommentiere das jetzt nicht wieder. Wie zum Fick habe ich das hingekriegt, Alter? Ach, bitte habe ich noch aufgeholt, ey. Das Spiel ist abgestürzt. Gutes Spiel. Leck mich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Dieses Mal deutlich besser gefahren, wie ihr seht. Und ganz entspannt gewonnen. Keine Ahnung, warum sich das Spielzeug eben gedacht hat, erstmal aufhängen, Bruder. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, bin ich ehrlich. Bin durch die ersten Haufen Kurven bis zum dritten Zeit-Checkpoint echt gut durchgekommen. Also wirklich, wirklich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Wir haben keine Neuerung. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal driften. Hey, du machst das toll da draußen. Bei wem unterschreibst du als nächstes? Da ich glaube, dass mir das am meisten Spaß macht, mache ich als nächstes das hier.
des Rallye-Teams ist Superstar. Papa Fernando wird zusehen. Aber erst musst du dafür sorgen, dass dir der Rest des Festivals zusieht. Ah, Blitzerzone. Ich habe schon einige asphaltierte Strecken ausgekundschaftet. Schnell, eng und technisch. Geh raus und zeig ihnen, wer der Boss von Sierra Nueva ist. Schnell, eng und technisch. Lassen wir das. Ich soll was markieren. Ja, komm, fuck you. Halt mal kurz deinen Mull. Moment. Ich wollte so drücken. HQ. Alle deine Ergebnisse und Herausforderungen sind hier. Ich hänge Papa Fernandos Bild später auf. Jetzt Papa Fernando. Lass mir den ganzen Bums hier abholen. Das noch? Oh, das gefällt mir sogar in so einem Wüstenschall. Gut, was wollte ich gucken? Da wollte ich gucken. 150 Reputation bis zur nächsten Stufe. Gut, ich würde sagen, 150 Reputation müssten wir mit einem Drift schaffen. Das heißt, wir machen mal eben diese Driftzone. Dafür porte ich mal eben nach hier. Das sollte ja passen. So, dann nehme ich mal eben ein Auto, was man auch driften kann, anständig. Halbwegs anständig. Genau. Moment. Autos. Nein, Autos. Was möchte ich denn driften? Ich glaube, ich gehe einfach mal wirklich auf Drifter. Oh, wo waren das? Da. Ich bin dumm. Ich dachte, das heißt Drift Club. Ah, ne, Extreme Drift. Ne, Formula Drift, genau. Junge, ich war echt lost, den Scheiß überhaupt zu finden, ey. Gut, wir machen den hier. Schönen Toyota. Mag ich gerne. Und dann schauen wir mal. Die meisten Autos haben irgendwie eine Launch Control, kann das? Ich muss sagen, ich mag Autos mit kurzem Radstand eigentlich nicht so gerne driften. Jetzt im Regen hätten wir natürlich auch alle Autos nehmen können. Prinzipiell. Ja, okay, das war schon mal nicht so gut gedriftet. Boah, Junge, Alter. Ja, Driften ist nicht meine Nummer 1 Beschäftigung. Das sieht man, glaube ich, schon. Ist natürlich kacke, dass man jetzt nicht sieht, wie viele Punkte man braucht. Das ist bei Unbound ganz gut gemacht, dass man da wenigstens während man es macht sieht, schafft man es oder schafft man es nicht. Und dann 24.000 Punkte. Sind das 3 Sterne? Ja, sind es. Nice. Ehre. Sind das jetzt 150 Punkte gewesen? Okay, 146.000 hat Freddy gemacht. Bin First Try, glaube ich, ganz okay hier so. Die paar Punkte. 350 Punkte bis zur nächsten Stufe. Ich habe offensichtlich genug Punkte gemacht. Meine alte Street Racing Crew hat gehört, was wir vorhaben und kommt nach Sierra Nueva, um es sich anzusehen. Bist du bereit, ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Ja, ich bin immer bereit, Bruder. Aber ich glaube, ich mache nochmal kurz die Driftstrecke hier. Ich weiß, dass der Part schon überzogen ist, aber ich möchte das jetzt noch kurz fertig machen. Kann ich Bock drauf. Also dann weiß ich dann, wie viele Punkte ich kriege. Ich brauche jetzt noch 350. Ich krieg wahrscheinlich pro Stern 100 Punkte, würde ich jetzt mal schätzen. Jetzt nicht drauf geachtet, wie viele Punkte ich insgesamt habe. Ich glaube, eben brauche ich noch 150. Da hätte ich das natürlich auch gucken können. Ich habe übrigens vergessen, die Musik wieder anzunehmen. Sorry. Kannst du jetzt wieder anmachen. Für die 5 Minuten. Ich muss hier ganz schön vorsichtig fahren, um nicht einfach die ganze Zeit durch die Gegend zu fliegen, ey. Kleiner Spaßfaktor übrigens. Ich habe mir eine Sandstrahlkabine gekauft. Die wird jetzt die Tage aufgebaut und dann kann ich Sand strahlen. Das gefällt mir sehr gut. Bin mal gespannt, wie der Zusammenbau wird. Ich werde berichten in den nächsten Parts irgendwann. Schauen wir mal wann. Ich hoffe, das jetzt am Wochenende zu schaffen. Okay, hier kann man, finde ich, nicht so gut driften, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Das sind die Dinger, die man kaputt machen muss. Ach ja, wir sind ja hier nicht in an Bord. So, über 100. Neuen Teamrang, Stufe 9. Okay, es gibt mehr als 150 Punkte, gut. War dann auch weit von Freddy entfernt, aber... So. Aber wir sind jetzt aber auf 9, ist schon quasi Ende, okay. Und es gibt keine neuen Sachen, gut. Das heißt, ich kann jetzt die anderen erstmal alleine machen. 50. Okay, wir kriegen 400 Punkte für 3 Sterne. Nice. Gut, das heißt jetzt aber, ich kann die Sachen erstmal alleine weitermachen, die Drifts. Ein Rennen haben wir, glaube ich, noch gekriegt, oder? Haben wir noch einen Rennen gekriegt? Warte mal. Grid Reapers Veranstaltung und PR-Stunts. Ja, da ist ein Rennen dazugekommen. Gut, dann machen wir die am Ende einmal, würde ich sagen, wenn wir von allen noch ein paar Rennen haben. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!